Moin zusammen und willkommen zu Let's Play Wing Commander 2 Special Operations 1. Das erste Add-on. Wir legen damit auch gleich los. Wir haben viel zu tun hier. Zum einen starten wir ein neues Spiel und gucken uns erstmal das Intro an. Bis gleich. I will return, human. What are your plans for my squadron, Prince? You will lead our glorious assault on the rebels at Gorakar. If we are the first squadron to attack Gorakar, that will be suicide. You question my orders, Khazra. Yes, and I question why you are still in command of our battle fleet. You dare to insult me. You were responsible for the failure at Ketithrak Meng. You should have died for that. Perhaps the Emperor still favors me because I have not tried to murder him. You will carry out my orders, Khazra. And if you do not, then you will die a traitor.
Okay, hier können wir jetzt ein vorhandenes Pilotenprofil übernehmen oder einen neuen Piloten machen. Wir übernehmen aber mein Profil, und zwar das direkt vor der letzten Mission. 120 Abschüsse hatte ich zu dem Zeitpunkt. Nach der finalen Mission kann ich ja leider nicht mehr speichern. Wenn ich dann das Spiel weiter fortsetze, dann komme ich wieder an dem Moment vor der Mission. Also übernehmen wir diesen Spielstand hier. Und das war auch die Storyline, das Intro für das Spiel. Das ist ja schön, dass die Crew, dass der Crew gesagt wird, dass ich auf einen ausgedehnten Urlaub gehen darf. Aber wir wissen ja, Blair hat immer harte Arbeit zu erledigen. Und deswegen legen wir auch direkt los mit der ersten Mission hier in Pembroke. Okay, wir starten im Super Ferret durch. Ich kann euch gleich sagen, das Ding ist immer noch scheiße. Der war auch ohne Raketen kacke und der ist jetzt immer noch Müll. Kann mich voll in die Tonne treten, das ist mein Drecksding. Aber hilft nichts, müssen wir durch. Ich musste mein Gamepad nochmal neu konfigurieren, weil meine Steuerungseinstellung irgendwie weg war. Ich habe jetzt immer mal was ausprobiert, nämlich einen Befehl auf das Gamepad zu legen und nicht nur einfach nur einen Tastendruck. Und zwar habe ich, jetzt auf Steuerkreuz links den Befehl lösen und feuern gelegt. Und wir werden natürlich dann, wenn wir hier auf Gegner treffen, direkt ausprobieren, ob das funktioniert. Okay. Ich kann ja noch nicht viel tun. Ich gucke kurz auf die NAV-Karte, wie es aussieht. Asteroidenfelder, das heißt, da fliegen wir wahrscheinlich dann außen rum. Hoffentlich. Wir legen erstmal mit NAV 1 los. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abschließt. Ach ja, ich wollte ja die Chance noch richtig einstellen, ne? Na, ja, ist egal. Hey, Target Practice! Jo. Nein, es funktioniert nicht. Scheiße, meine Gamepad. Ah, die Gamepad kann voll. The Imperial Guard will kill you. Let's go kick ass. Oh Mist, warum funktioniert das Gamepad schon wieder nicht? Das ist doch scheiße. No problem, sir. Ich muss ein bisschen schneller werden hier vor allen Dingen. Oh, ist mein Antrieb beschädigt? Wie scheiße ist denn das? Warum funktioniert das scheiß Gamepad nicht? Das ist echt ätzend gerade. Ernsthaft. Das geht mir tierisch auf die Mütze, muss ich jetzt. Na, jetzt haut er ab. Ich brauchte. Ich muss die Gamepad-Steuerung haben, ich schaff das so nicht. Ah, shit. Ich bin schon wieder beschossen. You cannot okay, defeat the Drakai. Ja, ist gut. Laber mir nicht voll. Okay, mit dem ist. Ich muss dran, Kollege hier. Na also. Not bad for an old man. Das schaffe ich trotzdem nicht, wenn das so weitergeht, ey. Das ist ja lächerlich.
Das ärgert mich gerade, dass das mit dem Gamepad nicht funktioniert. Ich muss gleich mal eben die Aufnahme unterbrechen. Gucken, was da schon wieder nicht stimmt. Wenn sie das Ding sowieso schon aufgerüstet haben, ne, dann hätten sie auch gleich ein ITTS hier mit reindrücken können. So was Beklopptes. You cannot defeat the Drakai! Na, schade, ich bin ein bisschen verschätzt. Deswegen hat wahrscheinlich auch der Angriffsbefehl nicht funktioniert. Okay, ich prüfe das mal ganz kurz. Augenblick bitte. Okay, läuft wieder. Ändert aber nichts daran, dass es im Endeffekt viel zu spät war. Und ich habe nur 230 Tempo drauf. Das ist nicht uncool. Navigation bitte, danke. Nav 1. Okay, jetzt müssen wir erstmal eben zu Nav 1 fliegen. Ich hoffe mal, dass das Spiel sich nicht einfach so abkackt. Das wäre nämlich dumm. So, jetzt zu Nav 2. Hey, Target Practice! Okay, funktioniert nicht. No problem, Sir. No problem, Sir. Shit. Das ist ja jetzt ärgerlich. Was sind denn das? Satas wieder. Oh, weg hier! Geschafft. Jakes! Okay, Sata, komm du hier. Gut gemacht. Dann ist er wohl reingecrashed. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Ja, also das mit dem Befehl funktioniert leider nicht. Schade, das heißt, ich werde das klassisch über das Gamepad dann regeln. Ist ja nicht zu schön gewesen, um wahr zu sein. Autopilot zu Nav 2 und dann haben wir noch Nav 3 anzufliegen, der hoffentlich leer ist. So, jetzt zu Nav 3. Das ruckelt ganz schön, ne? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, das gefällt mir noch nicht so von den Einstellungen. Hey, Target Practice! Shit! No problem, Sir. The Imperial Guard will kill you! Irgendwas ist da gerade explodiert. Den Kamek möchte ich jetzt aber eigentlich nicht. Ich suche den Jäger, der hier noch eben rumfliegt. Hey, work with me a little. Alter, das ist ein Kamek. Ach, das ist ein Straka, deswegen erwische ich den nicht. Na, wo ist der blöde Fighter? Yikes. Ja noch zwei. Wie eklig. Man, she went up like a tinderbox. Mein Gott. Ich muss nur die Star. Hat der einfach den Kamek gekillt? Tatsächlich. Wahnsinn. Jawohl, sehr gut. Der nächste, komm. You cannot defeat the Drakai. Drakai Strakas, ha? Na komm, das ist jetzt nicht fair. Ich bin ganz zufrieden bis jetzt. So. Mal kurz nach 3 nochmal eben. Oh, da ist noch was. Sag das doch mal. Ich dachte, ich hätte die jetzt alle. Na, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Hey, da. Work with me a little. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt hat er sich wieder getarnt. Ich hätte alle erwischt. Schade. Drecksding, komm mal ein bisschen näher ran jetzt hier. Hey, work with me a little. Mann, jetzt bleib hier, du Scheißdracker. Verdammte Axt. Zeig dich endlich. Und verrecke, tu mir den mit den Gefallen hier. Ich treff den einfach nicht. Nervig sowas, wo ist denn der? Ja, so eine Strakejagd kann durchaus schon mal ein bisschen länger dauern. Das kennen wir auch aus Wing Commander 3 zum Teil. Jetzt zeig dich endlich! Und schon wieder weg. Ich krieg den einfach nicht. Hey, work with me a little. Mann, halt mal die Backen, Stingray. Ich versuche
gerade einen Straka abzuschießen. Ich krieg den. Das kann doch nicht angehen, dass ich den nicht kriege. Mann, jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Mistding. Verdammte Axt, dass der nicht zu treffen ist. Das gibt's doch nicht sowas. Komm schon. Zeig dich endlich. Jetzt triff doch wenigstens. Na, endlich! Ich dachte schon, da passiert gar nichts mehr. So, jetzt muss ich nochmal zu NAV 3 fliegen. Und bitte stürzt jetzt bloß nicht ab. Ich bin froh, dass ich die scheiß Mission gleich durch habe. So, jetzt hoffe ich, dass ich ohne durchs Asteroidenfeld nur zu fliegen zur Concordia kann. Sei bitte so nett. Ich habe jetzt keinen Bock, im Asteroidenfeld drauf zu gehen. Jawohl, sehr schön. Concordia. Affirmative, you are clear to land. Na also, geht doch. Landeerlaubnis, sehr gut. Wunderbar, hat das auch funktioniert. Ich bin begeistert. Dafür, dass ich gleich in der ersten Zone eins auf die Fresse gekriegt habe, lief das dann ja noch ganz gut. Ja, da hat Angel recht. Wir haben verdammt viel noch hier zu tun. Das waren ganz schön viele Katzen für die erste Mission. Und das in so einem scheiß Ferret, den wir leider noch ein bisschen öfter fliegen. Aber sei es drum. Erste Mission ziemlich erfolgreich bestanden, abgesehen von dem heftigen Treffer in Zone 1. Und ich hatte einen einigermaßen fähigen Wingman, der den K-Mac ausgeschaltet hat. Das war super. Ja, ansonsten gibt es hier gar nicht viel zu sagen. Das Spiel funktioniert im Endeffekt genauso. Und zwar wirklich genauso wie das Hauptspiel. Keine Unterschiede. Und ich sag mal, an dieser Stelle ist dann mal Schluss. Und beim nächsten Mal gucken wir, wie es hier in Pembroke weitergeht, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 2 Special Operations. Bis dann!